Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch das Rezept für Kardumbuddeköfte zeigen. Die sind richtig super lecker. Sinngemäß übersetzt heißt das Frauenschenkel-Frikadellen, also Frauenschenkel-Köfte. Ich weiß gar nicht, wem das überhaupt eingefallen ist, der Name. Aber die sind lecker und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich habe so ungefähr 100 Gramm Reis in einen Topf hineingegeben, mit Wasser aufgefüllt und weich gekocht und danach unter kaltes Wasser gehalten. Ich habe eine große Zwiebel mit einigen Knoblauch klein geschnitten und in Öl angebraten und wir brauchen insgesamt 750 Gramm Hackfleisch. Die Hälfte werde ich jetzt mit den Zwiebeln anbraten. Ich habe das so lange angebraten, bis keine Bratenflüssigkeit mehr vorhanden ist, den Herd ausgemacht und das Hackbraten auskühlen lassen. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Ich habe die Hälfte von den 750 Gramm Hackfleisch in eine Schüssel hineingegeben, gebe das Hackfleisch hinein, welches ich angebraten habe, und den Reis. Und wir brauchen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein Viertel Teelöffel Kreuzkümmel und ein Bund Petersilie, welches ich klein gehackt habe. Das Ganze wird einfach mit den Händen geknetet. Damit das Ganze schön bindet, habe ich dann so ungefähr 4 Esslöffel Mehl hineingegeben und nochmal geknetet. Und dann habe ich noch ein Ei hineingegeben und nochmal geknetet. Ich habe jetzt alles nach und nach hineingegeben, damit ihr das auch sehen könnt. Ich habe dann aus der Masse meine Frikadellen geformt. Die werden oval geformt und ein bisschen groß. Die Frikadellen werden dann erstmal in Mehl gewälzt und in Ei und dann werden sie in reichlich Öl frittiert. Und so sehen die dann servierfertig aus. Ich hatte noch Blumenkohlbratlinge gemacht und Zucchini-Bratlinge und das wird dann mit Joghurt serviert. Das war es dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.